So, jetzt gehen wir wieder zurück. Gucken, ob man da drauf kommt. Doch, man kann da drauf. Ich war eben gerade irgendwas am Erzählen. Ich weiß nicht mehr was. Nee. Ach genau, Donkey Kong Country Returns. Und da habe ich mir jetzt noch was bestellt. Oh Gott, jetzt liegen die alle Spiele falsch. Alle Spiele falsch schon. Jetzt muss ich das aus dem Kopf. Also gestern ist Virtual Tennis angekommen. Dann habe ich mir Mario Galaxy 1 und 2 bestellt. Dann noch SSX. Weiß ich nicht, wie der Teil heißt. Was war das denn noch? Kirby's Epic Yarn. Punch-Out. Wii Sports war auch noch dabei. Ich guck mal gerade bei mir auf dem Handy, weil ich hatte das fotografiert. Fotografiert. Muss euch das jetzt unbedingt sagen. Ja, ist ja gut. Na komm. Wo ist das Bild? Da. Das war schon. Virtual Tennis habe ich, glaube ich, gesagt. Virtual Tennis 2009 war das, glaube ich. So ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Meine Maschinen sind kaputt. Und die Zahnräder, die ich für die Reparatur brauche, liegen auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf diesen Wagen springen und sie holen? Jo, kann ich machen. 50 Zahnräder mit Wagen sammeln. Schwierigkeit 5 Sterne. Na gut. Achso, wir können hier erst 2 holen. Ja, wir machen hier einfach mal. Ich wollte wieder irgendwas sagen, aber mir ist es wieder nicht eingefallen. Okay, da bin ich schießen. Gucken, ob ich das direkt beim ersten Versuch hinkriege. Okay, da habe ich zu spät drüber gemacht. Aber auf jeden Fall muss man da relativ spät drüber ziehen. Probleme mit dem Wagen, was? Benutz einfach die Richtungstasten oder den Analog-Joystick zum Wechseln der Spur. Drück X zum Springen und die Kreistaste, um die Kanone abzufeuern. Ja. Ich wollte schon wieder irgendwas erzählen. Schlimm. Achso, genau, rüberziehen. Oh nein. Diese Verzögerung. Ja. Probleme mit dem Wagen, was? Haben wir schon das zweite Mal gehört. Puh, das war knapp. Okay, wenn das jetzt erste Blöde schon mal... Ne, jetzt muss ich hier nochmal... Die Spur zu wechseln, müssen wir hier auf den Pfeil drauf schießen. Das war so klar, dass das passiert. Oh, da müssen wir nochmal lang, weil das sich da hinten mal teilt. Aber wir müssen auf jeden Fall zuerst. Ne, müssen wir gar nicht. Hier kann man doch mal gucken. Okay. Ah! Ich stöpsel gleich das Ding um, ey. Nein! Oh, ich wäre da fast rübergefahren. Als ob der seine scheiß Dinger hier nicht selbst einsammeln könnte. Oh, ich mach das immer zu spät, weil diese verkackte Verzögerung hier drin ist. Oh, sie haben so. Nehme ich überhaupt auf? Ja, tue ich, das ist gut.
Das Schöne ist, dass Spyro voll nicht lang zum Rendern braucht. Und zum Hochladen auch nicht. Ja, zum Rendern braucht, glaube ich, ein Part, also 15 Minuten Part, 5 oder 7 Minuten. Und zum Hochladen braucht 20 Minuten. Das ist so ein fetter Unterschied zu... Da bin ich eigentlich zu früh drüber gefahren, aber ich bin immer drauf geschissen. Achso, zu Daisy ist das voll der Unterschied. Weil zum Hochladen braucht Daisy einfach mal 2 Stunden oder so. Und so rendern auch pro Paar 30 Minuten oder so. Das ist da durchgegangen! Ich war doch fast fertig. Falsch rum, Spyro. Ich hätte gerne schnellere Tiere. Wir haben zwar schon 26.000, ne? Das ist mir noch zu viel. Vor allem der Upload, der kotzt mich. Momentan der Upload kotzt mich sowieso an. Weil wenn ich was hochlade, ist das komplette Internet einfach tot. Ich kann keine anderen Seiten mehr aufrufen, wenn ich was hochlade. Telefonieren ist dann auch nicht mehr drin. Übers WLAN ins Internet ist auch nicht mehr drin, übers Handy. Das ist einfach tot. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe schon mal unseren IT-Mann auf der Arbeit gefragt, aber der weiß ja auch jetzt schon nicht. Vielleicht hat er es schon raus und ich bin im Urlaub und kann kein IT mehr. Das war gute Arbeit, Spyro. Nun kann ich meine Maschinen reparieren. Hier, für dieses Ding habe ich in meinem Werkzeugkasten keinen Platz mehr. Ja, vielleicht wisst ihr, woran das liegt. Weil ich kann nämlich jetzt momentan meine Videos nur über Nacht hochladen. Das ist voll scheiße. Okay. Langsam drauf gehen. Gut. Und wir verpieseln uns. Und das war schon der Windhafen. War doch einfacher als ich gedacht habe. Dann gehen wir zu C4. Das ist ein sehr langes Level, finde ich. Aber da gibt es noch Feuerwehrwürmer oder so. Keine Ahnung. Und nach C4 machen wir, denke ich mal, hier die... Ach, wie heißt... Einöde irgendwas. Skelos Einöde, genau. Nicht Skelettos, wie ich letztes Mal gesagt habe. Okay. C4! Jo. Okay, Spyro, wir sitzen hier ein wenig in der Klemme. Die Windbauer haben uns in der Zange und wir haben auf einen Freiwilligen gewartet, der ihr Munitionslager in die Luft jagt. Das ist wohl dein Job. Dann machen wir uns mal auf den Weg.
mag die Musik in dem Level. Die ist richtig passend. Fick dich. Hallo. Ey, geht's noch? Wow. So. Richtig passend zu den Kulex. So, die komischen Vögel. Kann man, glaube ich, mit der Kanone töten. Ja? Ich weiß es nicht. Oder da war so eine kleine Erhebung, wo man sich draufstellen musste. Dann kommen die da runter, meine ich. Ja. Es ist voll kalt irgendwie. Ich habe heute Nacht mit zwei Decken und einer Wärmflasche geschlafen, weil gestern Nacht konnte ich nicht einschlafen, weil es einfach zu kalt war. Und ich war auch irgendwie... Also, ich habe zwei verschiedene Decken bei mir im Bett, beziehungsweise Bettbezüge. Die eine ist so richtig schön kuschelig und die andere nicht. Und natürlich habe ich vorgestern... Hä? Vorgestern habe ich natürlich mit der kalten Bettdecke geschlafen und ich habe auch keinen Bock gehabt, die andere zu holen, weil ich irgendwie... Achso. Verflixte Kanone, funktioniert einfach nicht. Kannst du den Vogel da wegpusten, Soldat? Spring hier hoch und versuch es. Nur war ich zu faul, das rüber, die Decke rüber zu holen, weil... Weil da der ganze Kram drauf lag und musste ich dann irgendwie doch noch so einschlafen. Was dann auch nach einer Zeit ging. Geht doch. So. Dann setzen wir uns mal hier auf die Kanone. Oh, ist viel zu. Nur eine, aber die brauchen wir ja auch. Oh, 25er. Aber hier wäre schon runtergefallen. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Mal zurückgegangen bin. Da hatte ich Glück. Achso, genau, mir hatte jemand geschrieben, es funktioniert sogar, dass wenn ich die Schultertasten drücke, dass mir dann dass mir dann Sparks anzeigt, wo noch Edelsteine sind. Ich dachte, das ging erst ab dem dritten Teil. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht ausprobiert. Der überhaupt die TNT-Kisten her?